Zwei Fans, ein Duell, fünf Disziplinen. Am Ende entscheidet eine Jury, Ivo Grilic, Marc Baron und ich. Viele haben sich beworben, zwei haben es geschafft. Der erste Kontrahent ist Andy. Sein Herausforderer, Sebi. Andy, wie hast du dich denn vorbereitet auf das Duell? Ich habe mich in den letzten Wochen einem ganz strikten Training unterzogen. Liegestütze jeden Tag, Bier trinke jeden Tag und ich hoffe, dass das aufgeht. Und Sebi, wie ist deine Strategie? Ich werde das Ganze ganz ruhig angehen und werde meinen Gegner natürlich platt machen. Wir starten mit Disziplin 1, Fanoutfit. Beide Kandidaten haben jetzt Zeit, ihr perfektes Fanoutfit anzuziehen und dann bewertet die Jury. Das mit dem Outfit läuft ja schon mal. Der Handschuh sitzt. Dann wollen wir jetzt einmal gucken, was die Jury dazu sagt. Ja, für die Juryentscheidung sind wir jetzt hier in der Schau ins Land Reisen Arena. Bei mir ist Ivo Grilic und Marc Baron von der König Pilsener Brauerei. Was sagst du denn zum ersten Duell? Ja, also man muss ja sagen, Andy hatte zwar gesagt, dass er schon viele Liegestützen gemacht hat, aber was das Outfit angeht, glaube ich, liegt Sebi vorne. Der hat ja auch schon ein Trikot an und diese Schirmmütze. Was sagst du dazu? Da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Hat er schon alles gesagt, sehe ich genauso. Ja, perfekt. Dann gucken wir mal weiter. Zu einem richtigen Fußballspiel, da gehört natürlich auch Bier dazu. Und deswegen müssen unsere Kandidaten in einer Minute so viele Biere zapfen, wie sie können. Und das Auge, das trinkt natürlich mit. Um zu entscheiden, wer von den beiden beginnt, spielen wir jetzt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, eindeutig, Papierschere, du hast gewonnen. Wer fängt an? Ja, ja natürlich. Ja, Zapfen ist nicht so deine Disziplin, ne? Ja, war jetzt nicht ganz so filigran, aber ich glaube, da war auch eine kleine Sollbruchstelle in dem Fass. Ich bin mir nicht sicher. Saufen ist mehr so mein Ding. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wie dein Kontrahent sich schlägt. Okay, das hat bei dir ja schon ein bisschen besser geklappt. Ja, besser lief es. Sieht besser aus, aber lief genauso aus dem Fass wie bei meinem Kollegen. Dann wollen wir jetzt einmal gucken, wie die Jury das Ganze fand. Würdest du dir hier in der Arena Bier zapfen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sich beide nicht viel genommen. War extrem viel Schaum dabei. Ja, da würde ich eher unentschieden sagen. Was sagt der Profi von Köpi dazu? Ja, würde ich mich auch anschließen. Wobei ich fast sagen würde, Sebi kriegt einen Punkt, weil Andi gesagt hat, es lag am Fass. Und das kann auf jeden Fall nicht sein. Also geht auch diese Runde an den Sebi. Dann wollen wir mal weiterschauen. Jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin, Fanjubel. Die Kehlen sind angefeuchtet und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer von den beiden seine Mannschaft besser anfeuern kann. Und das natürlich auch möglichst laut. Auf geht's, Deutschland schießt ein Tor. Kommt, Jungs, geht's, zieh, zieh, zieh. Tor, Tor, ja, Mann. Ole, ole. Wie geil bist du denn, Mann? Ich bin ja mein Kind nach dir. Du bist der Beste, ja, Mann. Super Deutschland, ole. Super Deutschland, ole. Super Deutschland, ole. Und wir wollen jetzt einmal gucken, wie die Jury das denn findet. Also ich muss sagen, Andi macht mich immer noch sprachlos. Siehst du das ganz genauso? Ja, ich glaube bei dem Satz, ich benenne mein Kind nach dir, ganz klar der Sieger. Was sagst du? Ja, auch Punkt für Andi. Er hat sich auch auf den Boden geschmissen. Also doch, das sah gut aus. 2-1. Wir gucken mal weiter. Jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin. Ball hochhalten. Yeah!
Ja, unsere Kandidaten, die haben jetzt eine Minute Zeit, das Ganze besser hinzubekommen als ich. Ballkontakte. Was sagst du, Glanzleistung? Ja, ich meine, technisch schon ein ganz großes Kino, würde ich sagen. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wie Sebi sich schlägt. Ballkontakte. Ich würde sagen, dieses Duell geht an dich. Herzlichen Glückwunsch, da hast du dich richtig drauf vorbereitet. Ja, danke schön. Ja. Ich habe auch jahrelang im Verein gespielt, das hat geholfen, denke ich mal. Ja, super. Da muss die Jury eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, aber wir hören natürlich trotzdem einmal kurz rein. Ja, den MSV-Schal, den hat der Sebi schon an. Sucht er noch jemanden für die neue Mannschaft? Ja, wir suchen noch. Er hätte vielleicht ganz gute Chancen. Beim Bierzapfen muss er noch üben. Aber ich denke, hier beim Jonglieren war es eigentlich eindeutig. Für dich auch eindeutig? Absolut. Dann gucken wir weiter. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten und alles entscheidenden Disziplin angekommen. Die Paradedisziplin Schiri anschnauzen. Ja, was wäre die Disziplin Schiri anschnauzen ohne Schiri? Dafür haben wir uns hier provisorisch mal einen besorgt und der muss jetzt herhalten. Ja, was denn? Ja, was denn? Gelb oder was? Ach, Schiri, du hast doch keine Ahnung, was für gelbe Karte! Du hast Lack gesoffen, Mann! Fahr nach Hause! Willst du tanzen? Willst du tanzen? Komm, wir tanzen ein bisschen um die gelbe Karte, mein Freund! Aber ganz schnell ist die rote Karte hinterher! Zeig die jetzt! Mann, ey! Ich hasse dich! Eine grandiose letzte Runde. Unsere zwei Kandidaten haben wirklich alles gegeben. Und jetzt muss unsere Jury entscheiden, wer der Gewinner ist. Ja, jetzt kommt das alles entscheidende Urteil. Ich muss sagen, Schiri anschnauzen haben die ganz gut hinbekommen, oder? Ja, da war ich auch, glaube ich, bis Mitte, Ende 20 habe ich das auch gerne gemacht. Aber für mich hat das Andi hervorragend gemacht. Wie siehst du das? Ich fand Andi auch ganz gut. Also nicht zu unter der Gürtellinie, aber trotzdem, also Andi kriegt einen Punkt von mir. Ja, wir haben einen Endstand 3:2. Der Gewinner steht sozusagen fest. Das Duell ist entschieden. Die Jury hat ihr Urteil gefällt und jetzt darf ich verkünden, wer gewonnen hat. Und Andi, für dich tut's mir leider leid, du hast verloren. Und Sebi, du bist unser Gewinner.